Was geht, Welt? Hier ist Nopi. Ich sitze hier nicht in meinem Computerstuhl, sondern auf meiner Couch mit dem schön tollen farbigen Hintergrund. Und das kann in der Regel nur eins bedeuten. Es ist Walk of Game Zeit. Nur, ich wünschte, es wäre so. Ich meine, was soll ich euch erzählen? Etwa, dass die PlayStation 5 zum Verkaufsstart gar nicht in den Verkaufsregalen stehen wird, sondern nur online erwerbbar sein wird, was ja bisher auch so gut geklappt hat. Oder etwa, dass für Phasmophobia ein PvP-Modus geplant war, der jetzt doch die Axt gekriegt hat. Das sind doch alles olle Karamell, das wisst ihr doch schon. Da braucht ihr mich nicht für. Naja, ehrlich gesagt, genau das ist die Art, die ich hier besprechen möchte. Aber, und das ist mein Übergang zu dem, was ich heute ansprechen muss, das ist ein Kanal-Update für die November, Dezember, fürs Ende 2020. Wie jedes Jahr, und das muss ich nicht unbedingt erwähnen, denn das kriegst du mitunter vielleicht schon zum dritten Jahr in Folge mit, endet auch dieses Jahr sehr, 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 sehr beschäftigt für mich. Entweder bin ich wieder mal damit beschäftigt, ewig lange zu schreiben, was dann am Ende doch weggeschmissen wird. Oder ich bin einfach tief in meinen Studien vergraben. So oder so, leider bleibt immer nicht viel Zeit für Videoproduktion. Das bedeutet, gerade zum Ende des Jahres gibt es, wenn überhaupt, häufig eher Livestreams. Ich kriege diese Karte nie durch, ne? Das bedeutet also rüberhopsen auf twitch.tv/nopi und dort ein Follow lassen. Oder aber die Videos kommen sehr sporadisch und das heißt noch sporadischer als das Jahr über. Und jetzt habe ich auch schon weiterhin ein paar tolle Ideen, die ich eigentlich in Videos umsetzen möchte. Zum Beispiel ein tolles Pokémon-Video oder ein interessantes Listen-Video über die Dinge. Ich will nicht spoilern. Nun, da das aber ein ziemlich langweiliger Content für ein einziges Video wäre, dieses Kanal-Update und damit war's das, dachte ich mir, werden wir diesmal noch mal ein bisschen analog. Was haben wir denn zum Beispiel hier? Hä? Ist das etwa eine Erinnerung, ein Abo dazulassen, damit man immer über die neuesten Videos von Nopi informiert wird? Und damit das auch regelmäßig passiert, drücken wir am besten die Glocke? Aber da ist noch was anderes, und zwar möchte ich ein kleines bisschen über Icarus sprechen. Das ist kein PC-Spiel, nein, aber es ist analog. Ein treuer Verfolger dieses Kanals auf Twitch zumindest. Kennen das vielleicht schon. Icarus ist streng genommen ein Tabletop-RPG, also hat wirklich nichts mit Videospielen zu tun per se. Aber es ist auch nicht ganz so ein Tabletop-RPG, wie man es für gewöhnlich gewohnt ist. Denn der Pfad ist im Prinzip immer schon vorgelegt. Die Spieler kommen zusammen und durchspielen, erleben eine Geschichte von einer großartigen Zivilisation. Wie, weiß ich nicht, wie uns vielleicht bekannt sind, die alten Römer oder sowas. Und zwar von Höchststand ihrer Zivilisation bis zum Niedergang. Dabei übernimmt jeder Spieler die Steuerung seines eigenen Charakters, aber hat eigentlich auch Einfluss auf alles andere, was in der Stadt geschieht. Das Setting und die Charaktere etc. sind dabei absolut frei und man kann da total wild vorgehen. Es kann zum Beispiel eine Druiden-Zivilisation im Dschungel sein, wie es bei uns damals war. Oder vielleicht auch eine Zivilisation unsterblicher Menschen im Weltall auf einer Weltraumstation. Die einzelnen Geschehnisse in der Geschichte werden dann auf sogenannten Aspektkarten festgehalten. Und so entsteht Stück für Stück eine gewaltige Mindmap, die im Ganzen betrachtet die komplette Story dieser Stadt von ihrem Aufstieg bis zu ihrem Niedergang festhält. Ich zum Beispiel spielte mal einen Wartungsarbeiter in einer Weltraumstation namens Robert. Sein Ziel war es, die Menschen von Icarus, Icarus heißt die Zivilisation in dem Fall, die wollte er beschützen. Durch verschiedene Umstände und einer Kettenreaktion von schlechten Ereignissen ist allerdings die Weltraumstation auseinandergefallen und Robert rannte bis zu seinem Ableben durch die Gänge und hat versucht zusammenzuhalten, was zusammenzuhalten ist, während andere Leute sich auf ein Partyschiff geflüchtet haben, um damit zur nächsten Zivilisation zu cruisen. Yay! Rest in peace, Robert. In einem anderen Durchgang, den wir auf Twitch gespielt haben, ging es um eine Druiden-Zivilisation in einem Dschungel. Die Gefahr dabei war für die Leute, dass sie von Reptiloiden
bedroht wurden. Barbarische Krokodilviecher, die den kreativen Namen Krokis hatten. Die Krokis wurden mit Schoki bestochen, also waren es die Schoki-Krokis. Und die Zivilisation fand ihr Ende, als alle Druiden sich oben im Icarus-Turm eingeschlossen haben und durch ihre Fäkalien, die sie einfach rausgeworfen haben, den Boden so aufgeweicht haben, dass der Turm einstürzte und die Stadt kaputt gemacht hat. Es sind auch absolut willkürliche und coole, genreübergreifende Möglichkeiten gegeben. Zum Beispiel hatten wir ein super cooles Wild West Abenteuer mit Cowboys und Sheriffs in einem Cyberpunk-Setting. Mega cooler Stuff. Jeder Spieler oder eher dessen Charakter ist verantwortlich oder vertretend für einen Grundpfeiler der Zivilisation. Wie zum Beispiel für die Sicherheit. Und natürlich hat auch jeder Charakter seine eigenen Motive, die in jede Entscheidung, die er im Spiel trifft, mit einfließen soll. Diesen Grundpfeiler und dieses Motiv, die verbindet man einfach miteinander und schafft sich so seinen ganz eigenen Charakter. Wenn du zum Beispiel für die Sicherheit zuständig bist und die Bürger beschützen möchtest, kannst du vielleicht einfach ein Polizist sein, wenn du magst, oder du kannst vielleicht auch eine blutrünstige Schwertkämpferin sein, die nach ihrer Mutter benannt wurde. Also ich trage den Namen meiner Mutter, Hugo. Okay. Alles klar. Hugo. So geschrieben. In einem anderen Beispiel, und das war bei mir die Wild West Geschichte, kannst du ebenfalls für Sicherheit zuständig sein, aber als Motiv haben, die Zivilisation Icarus zu Fall zu bringen. So wurde mein schlecht gelaunter Sheriff Kenny Kennedy geboren, der Korruption in seiner Stadt absolut überdrüssig war und eigentlich ein tolles Staatssystem haben wollte, allerdings immer wieder von den Obrigkeiten in seiner Stadt so sehr enttäuscht wurde, dass er das Gefühl hatte, Icarus ist einfach durch und durch verdorben und das Beste wäre, Icarus wegzurasieren und sich einer anderen Zivilisation anzuschließen. Der Spielverlauf ist dabei ganz interessant. In mehreren Runden werden immer Karten gezogen, da auf denen Fragen stehen, die werden beantwortet und sogenannte Aspektkarten gelegt oder geschrieben. Jeder Charakter kann reihum entscheiden, welchem Aspekt er sich widmen möchte und wirft später einen Würfel, um zu schauen, ob er mit seiner Aktion Erfolg hat. Hat sein Charakter Erfolg mit dem, was er vorhatte, dann wird der Aspekt angegangen und der Fehler ausgebügelt. Hat er aber Misserfolg und die Chance ist viel höher, dann wird das, was er versucht hat, irgendwie dazu beitragen, dass die ganze Situation noch schlimmer wird und der Würfel, der geworfen wurde und mit dem man verkackt hat, der kommt auf einen Würfelturm. Wenn der komplette Turm umfällt, dann ist das Spiel vorbei und die Zivilisation ist zerstört. Oh je. So, okay. Nein! Scheiße! Hast du es in echt umgeschmissen? Ja! Ja. Mann, nächstes Mal mache ich den Würfelstapel, ey. Ich kann das so gut. Ich habe schon so viele komische Sachen aufeinander. Ich dachte auch, ich kann das gut. Ja. Ja, lasst uns alle enttäuscht. Ja, jetzt sind wir alle zu. Mann, komm, der Würfel musste irgendwann fallen, okay? Der Turm. Ja, die Würfel sind gefallen. Alles in allem absolut lustig. Eins meiner Lieblingsspiele derzeit. Die Box musste ich allerdings selber basteln. Als ich das Spiel gekauft habe, da war es schon gar nicht mehr vorrätig. Musste neu produziert werden und das hat noch ein halbes Jahr gedauert oder so. Als ich es gekauft habe, war das dieses kleine Päckchen alles, was kam. Mit dem waren die Karten drin. Die Aspektkarten, die durfte ich mir selber ausdrucken. Ein PDF kam mit. Und ich musste zusehen, wo ich meine Würfel herbekam. Aber da ich sowieso ein kleiner Würfelfanatiker bin, habe ich damit kein Problem gehabt. Ich will jetzt keine Empfehlung aussprechen, aber wenn ich müsste, würde ich sagen, ich empfehle Icarus. Aber sei es drum. Das war's jedenfalls für heute und vielleicht für noch ein paar Wochen. Aber auf jeden Fall gibt es immer mal wieder was drüben auf Twitch. Und abgesehen davon nicht mehr groß was zu sagen. Also Ende des Jahres, ich bin leider sehr beschäftigt, komme nicht zu vielen Videos, aber zu dem ein oder anderen Stream und sofern es mir möglich ist, hau ich immer mal wieder ein Video raus. Aber nee,
weiß nicht, wie sich das ändert im Laufe dieses Semesters. Und, jo, Icarus, cool. Alles klar. Und jetzt, auf vielfache Anfrage, Ausschnitte aus Snopes Livestreams. Professor Snape, wie sieht's aus? Ne? Das war doch eine krass geile, coole Leistung von mir. Ich würde sagen 70, 100.000 Punkte für Gryffindor? Ravenclaw, sorry. Arbeitsutensilien haben ihren Platz nicht auf dem Boot. Och, kommen Sie, Professor Snape. Jetzt seien Sie mal nicht so ein kleines... Hm? Was? Tatsächlich habt ihr es geschafft, Vanille... Vor allem, Vanille hat mit 50-50 gewonnen. Hä? Zum Glück veranstalten wir keine Präsidentschaftswahlen. Das wäre jetzt böse schief gegangen. Ich wollte es nicht sagen, aber das, ja. Guck mal, das ist mein krassen Stick-Trick. Du sprichst von einem Stick-Trick, doch sehe ich keinen Drumstick in deiner Hand. Du hast natürlich recht. Ja, ich hab doch gesagt, lieber geht dann ins Pilate. Ja, aber hast du tatsächlich... Nee! Hayabusa! Ja. Danke, danke. Something evil's lurking in the dark. Under the moonlight. You see a side that almost stops your heart. Dilena, there ain't no second chance against a thing with funny eyes, girl. Dilena, for a night, so let me hold you tight. Share a killer, Dilena, tonight. Ja, genau. Er ist besessen, nicht das Kreuz. There's no escaping. Sie waren ein wundervolles Publikum, meine Damen und Herren. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wie soll ich sagen? Bis dahin. Hast du außerdem schon die neue Miauzgenau-Folge gehört? Diesmal hat Dominik darin neben Nopi zahlreiche weitere coole Leute zu Gast, wie Pokémon Tutorial TV und Poketen und viele mehr. Und ja, Nopi ist gerade zu faul, eine neue Aufnahme für diese Ansage zu machen. Das sei ihm gegönnt. Er hat schwer mit seiner Motivation zu kämpfen, seit er in eine ungeschälte Mandarine gebissen hat. Wie soll ich sagen? Bis dahin. Warum macht man die Schale also ab? Ja.